Nichts an. Ist das die Frau Koch? Vielleicht sollten wir doch lieber die Polizei rufen. Pack schlägt sich und Pack verträgt sich. Leg dich wieder hin. Aufmerksam. Viel Milch, wenig Schaum, so wie du es magst. Nein! Daniel! Viel Schaum, wenig Milch. Wie oft denn noch? Es ist viel Milch, wenig Schaum. Jesus. Hier wurde auf jeden Fall gekämpft. Schwer zu sagen. Das waren mehrere. Ist gut möglich. Das ist Anna Koch. 37. Die Tote zeigt keinerlei Spuren, die auf eine Gegenwehr hindeuten. Das sind alles nur Abwehrverletzungen. Nimm mal deine Arme so hoch. Also. Also ich schlage, ja? Treffe aber immer nur die Unterseite der Arme. Geht's noch? Ja? Kannst du die Arme bitte oben lassen? Ich weiß, was Abwehrverletzungen sind. Das ist auf jeden Fall das, was hier passiert ist. Die hat ausschließlich versucht, sich zu schützen. Das ist doch erstaunlich, oder? Aber warum? Warum hat sie sich nicht gewehrt? Gute Frage. Nächste Frage. Warum das Chaos hier? Vielleicht war es ein Raubüberfall. Ja, das ist gut möglich. Die Schränke sind durchsucht worden. Vermutlich fehlt Geld und Schmuck. Was war denn die Todesursache? Vielleicht der Schädelbruch. Aber genau was kann ich euch erst sagen? Du musst sie erst mal am Tisch haben. Wir brauchen Zeugen. Wer hat denn die Streife gerufen? Das war der Hausmeister. Der hat heute Morgen gesehen, dass die Tür offen ist, aufgebrochen. Na gut. Irgendwer wird schon irgendwas gehört haben. Man hört nur das, was man hören will. Wann sind Sie denn nach Hause gekommen? Was weiß ich. Nachts oder so. Meinst du, ich gucke auf die Uhr oder was? Wenn Sie in Ihre Wohnung wollen, dann kommen Sie an der Tür von Frau Koch vorbei, richtig? Und sonst? Aber als ich gekommen bin, war die noch nicht aufgebrochen. Sonst hätte ich doch Polizei gerufen, oder? Ja, klar. Haben Sie einen Streit gehört oder einen Kampf? Nee. Ich war gestern feiern mit Jungs. Schlafe ich immer wie ein Toter. Ah, toll. Weißt du was? Geh doch unten zu den Alten. Die spionieren den ganzen Tag hinter den Leuten her. Gut. Anna Koch war Angestellte in einer Werbeagentur. Ihre Akte ist vollkommen sauber. Angehörige? Ledig. Und ihre Mutter lebt in einem Heim in Düsseldorf. Ich habe was in ihrem Handy gefunden. Anselm liegt auf der Kurzwahltaste. Ruft dort an und schreibt SMS, zum Beispiel, ich liebe dich. Aber die letzten lauten, bitte ruf mich an, ich muss mit dir sprechen, melde dich bei mir. Das kannst du mit mir nicht machen, ich komme vorbei. Ja, dann rufen wir diesen Anselm doch mal an. Junger Mann mit Liebeskummer. Passt das zu der leeren Brieftasche und den Schmuckschatullen?
Daniel ist hier vor Ort. Wir konnten doch nicht ahnen, dass hier was passiert. Was haben Sie gehört und wann haben Sie es gehört? Das muss so gegen... 1 Uhr. Gegen 1 gewesen sein. Ja, da war ein Geschrei. Eine Frau, ein Mann. Wie ein Ehestreit. Rufen Sie etwa wegen sowas jedes Mal die Polizei? Hatte Frau Koch gestern Abend Besuch? Wir beobachten nicht unsere Nachbarn. Doch, das tun Sie. Kommen Sie. Alle müssen an Ihrer Wohnung vorbei. Ich denke mal, das wird so gegen 20 Uhr gewesen sein. Ungefähr 35 Jahre. So ein Lederjackentyp. Aber wann der wieder gegangen ist, das haben wir nicht gesehen. Philipp! Vanessa? Ja? Also Todesursache ist eine multiple Schädelfraktur in Verbindung... Multiple ist klar? Mehrfach. Okay. Multiple Schädelfraktur in Verbindung mit Ersticken durch eine punktierte Lunge. Wir suchen also eine Stichwaffe. Wir suchen gar keine Waffe. Eine Rippe hat den rechten Lungenflügel durchbohrt. Irgendjemand hat mit bloßen Händen so lange auf diese Frau eingeprügelt, bis sie tot war. Und die ist nicht zum ersten Mal verprügelt worden. Ich habe am ganzen Körper Spuren von alten Verletzungen gefunden, die mindestens 2 bis 3 Jahre zurückreichen. Hast du eigentlich noch mal mit Julia gesprochen? Nee. Aber es geht ihr doch gut, oder? Kümmert sich jemand um sie? Also, es sollte sich ja jemand um sie kümmern. Ja, Frank kauft ein und so. Und der Vater? Lässt sich nicht blicken, ne? Die sagt ja gar nicht, wer der Vater ist. Geschweige denn, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Hör mal, meinst du, sie wird sich freuen, wenn ich sie mal besuche? Dir wird sie auch nicht sagen, was es wird. Ach, und wenn doch... Dann rufst du mich aber an. Ja, Anselm muss total durchgedreht sein. Mir war das vollkommen egal, ob jemand was hört. Aber das erklärt immer noch nicht, dass die Wertgegenstände fehlen. Also einem, der sowas tut, dem traue ich zu, dass er das Geld auch noch mitnimmt. Kampf mit einem Einbrecher kann sich auch für häusliche Gewalt anhören. Häusliche Gewalt? Sag mal, hast du dir das Wort mal angehört? Ich meine, was ist denn das für ein harmloses Wort für sowas da? Ist vielleicht nicht der richtige Fall für Sie. Nee. Erzählen Sie mir von Ihrer Beziehung zu Anna Koch. Sie ist meine Freundin. Seit wann? Etwa 3 Monate. Gestern Abend hatten Sie Streit, richtig? Worum geht's denn hier eigentlich? Gleich. Waren Sie gestern Abend bei Anna Koch? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Es gibt Zeugen, die gesehen haben, wie Sie am frühen Abend Ihr Haus betreten haben. Wir haben geredet. Darüber, dass sie sich länger nicht bei Ihnen gemeldet hat? Haben Sie sie angefasst? Fast was. Anna Koch hat den Streit nicht überlebt. Was ist passiert? Und, bleibt er in U-Haft? Ja, aber er war es nicht. Woher weißt du das? Weil er es dir gesagt hat? Er war da und es wurde laut, aber das, liebe Mause, ist nur ein hauchdünnes Indiz. Ach, und nachdem er dann gegangen war, ist dann zufällig der Mörder vorbeigekommen. Wirklich? Haben wir jetzt endlich die Laborergebnisse? Kann noch dauern. Ach, kriegen wir ihn denn nicht auch so? Nein, kriegen wir nicht, weil wir keine Beweise haben. Anna Koch war nicht in ihrer Wohnung gemeldet, sie hatte nur ein Postfach. Der Mietvertrag lief auch nicht auf sie und es war kein Namensschild an der Haustür. Auf wen lief denn der Mietvertrag? Auf eine Beate Kalkreuth. Mit dieser Frau hat sie auch noch an dem Abend telefoniert. Einmal eine Stunde und noch mal eine halbe Stunde lang. Da kann ich Ihnen helfen. Wir suchen Beate Kalkreuth. Ja, ist meine Frau. Ah, wo
Worum geht's denn? Mein Name ist Winter, Kripo Köln, das ist meine Assistentin Haas. Wir würden gerne mit Ihrer Frau reden. Bier? Die Polizei möchte mit dir sprechen. Hallo, guten Tag, Vanessa Haas. Kai Kreut. Mein Name ist Winter, Kripo Köln. Es geht um Ihre Mitarbeiterin Anna Koch. Ja, die arbeitet hier. Die kommt heute offensichtlich etwas später. Soll ich sie mal anrufen? Das wird nicht möglich sein. Sie ist bei einem Überfall getötet worden. Es tut uns leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Wissen Sie schon, wer es war? Wir haben einen Verdächtigen. Sagen Sie, Anna Koch hat bei Ihnen zur Untermiete gewohnt. Es scheint ein bisschen so, als ob sie sich dort versteckt hätte. Ihr Freund ist ein Schwein. Amseln Müller? Nein, den kannte sie noch gar nicht so lange. Der davor, ihr Ex. Wie heißt der? Keine Ahnung. Hat sie nie erwähnt. Naja, Anselm ist schon ziemlich eifersüchtig, aber der hätte sie nie angefasst. Aber dieser andere Mann, der hat sie misshandelt. Sie hat versucht, ihn loszuwerden und meinte, wenn er sie findet, dann passiert ein Unglück. Sie haben an diesem Abend zweimal mit ihr telefoniert. Hat sie irgendetwas in der Richtung erwähnt? Eigentlich haben wir nur über unseren Tag geplaudert. Und dieser Ex-Freund, können Sie den näher beschreiben? Jedes Detail könnte wichtig sein. Vor so 3 Wochen habe ich den mal hier vor der Agentur gesehen. Da stand einer und hat 2 Stunden zu uns rübergestarrt. Das könnte dieser Mann gewesen sein? Jedenfalls wurde Anna ziemlich nervös und ist dann über den Hinterausgang verschwunden. Anna Koch hat niemanden angezeigt, sonst hätten wir jetzt einen Namen. Offenbar war ihre Angst wirklich zu groß. Wir stellen ein Phantombild nach der Beschreibung von Beate Karlkreuth. Frau Koch war in den letzten 3 Jahren 8-mal in der Notaufnahme, jedes Mal mit erheblichen Verletzungen. Das ist interessant. Da muss doch ermittelt worden sein. Nee, sie hat nämlich jedes Mal angegeben, dass es sich um einen Unfall handelt. Alleine Treppensturz kommt 3-mal vor. Also wir durchsuchen die Wohnung von Anselm Müller. Vielleicht ist da ja der Schmuck. Dass sie vorher schon mit einem Schläger zusammen war, das belastet Anselm Müller eigentlich zusätzlich. Du meinst, es entlastet ihn? Statistisch gesehen gibt es eine Neigung von Frauen, sich immer den gleichen Typus vom Mann auszusuchen. Das ist psychologisch gesehen nun ja eine tragische Verkettung von Machtgefühl und Hörigkeit. Ach, du meinst, man sucht es, sich ausverprügelt zu werden? Er meint gar nichts. Also wenn sich überhaupt jemand jemanden aussucht, dann ja wohl der Täter das Opfer und nicht andersrum. Daniel. Schau mal hier, süß. Ist süß. Ja. Wie soll er denn heißen? Wieso er? Er hat doch da einen Piepel. Du hast aber gute Augen. Du hast ein kleiner Piepel, aber man sieht ihn doch. Ja, der ist ja noch jung. Mhm. Hat er denn nun schon einen Namen? Nein. Sie will jetzt doch nicht mal verraten, wer der Vater ist. Nein? Wir können ihn ja Piepel nennen. Piepel? Das ist doch kein Jungname, glaube ich. Das ist mal was anderes. Da kannst du höchstens Vinz sagen, so einen kleinen Piepel. Also so winzig. Ja, so Vinz, aber nee. Größer. Ich habe eben ein bisschen zu viel aufgedreht, hm? Deine Ideen sind gut. Und wir haben genug für eine Hausdurchsuchung bei Anselm Müller. Danke. Aber wir müssen jetzt sehr sachlich bleiben. Sonst fliegt uns das ganze Ding vor Gericht um die Ohren. Verstanden. Ich bin vorsichtig. Ich brauche übrigens die Adresse, wo Anna Koch früher gewohnt hat. Die gebe ich dir gleich. Du, ich wäre übrigens gern bei dieser Durchsuchung dabei. Mir wäre lieber, du machst das Phantombild mit Frau Karlkreuth. Es gibt eine Erfindung, die heißt Wetterbericht. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit lag bei über 80%. Sie hätten den Bereich vorher abdecken können und müssen. Da draußen laufen hunderte arbeitslose Bauleiter rum. Einer von denen wird in der Lage sein, den Wetterbericht zu hören. Kam das an oder brauchen wir das schriftlich? Thank you.
Die Haare vielleicht ein bisschen kürzer. Und die Augen vielleicht schmaler. Wie würden Sie denn seine Statur beschreiben? Der war groß. Groß und kräftig. Was ist denn? Dieser Kerl hat Anna viel mehr angetan, als sie zu schlagen. Er hat ihr Vertrauen zerstört, dass es auch anders sein kann. Wenn ich wüsste, wie sie ihn kriegen könnten, ich würde es ihnen sagen, das können sie mir glauben. Ich habe Anna nichts getan. Ich bin doch nicht so wie dieser Kerl. Von dem Anna ihnen nichts erzählt hat. Oft denn noch? Was war das für eine Beziehung zwischen Ihnen und Anna? Versuchen Sie vorzustellen, Sie sehen diese alte Verletzung. Ich wollte nicht darüber sprechen und ich habe das akzeptiert, weil ich sie liebe. Und sie hat mich geliebt. Okay, Sie können gehen. Karin, ich hab ihn. Das Phantom ist identifiziert. Mhm. Der Hausmeister aus der Siedlung, in der Anna Koch mit ihrem Ex gewohnt hat, der wusste natürlich noch ganz genau, wer die Tür eingetreten hat. Ja. Und soll ich dir sagen, was das Kongeniale daran ist? Er hat ihn sogar angezeigt, so wie sich das gehört. Ja. Ich weiß nicht, ich mag diesen Hausmeister irgendwie. Bis gleich. Jan Ansbacher. Wenn ihr keine Schwarzarbeiter finden, dann müssen sie besser mal auf der Baustelle von dem Krüger gucken. Aber dann müssen sie schon Polnisch sprechen können. Sie sind doch Bulle, oder? Karin Reuter, Kripo Köln. Können wir hier irgendwo in Ruhe reden? Nee, ich habe keine Zeit. Wo waren Sie gestern Nacht? Sie können die Frage hier beantworten oder auf dem Präsidium. Unterwegs paar Bier trinken. Nicht zufällig bei einer alten Freundin Anna Koch in der Wichmannstraße. Will die Kleine mir was anhängen, ja? Verzeihung, aber ich kann Sie nicht verstehen. Ich glaube, wir fahren ins Präsidium. Da ist es ruhiger. Herr Ansbacher, Ihre Wut macht Anna Koch nicht wieder lebendig. Die hat mich wütend gemacht. Immer wieder. Und diesmal, als Sie sie endlich wiedergefunden haben, da waren Sie so wütend wie noch nie. Ich hab sie gesucht, ja klar. Was würden Sie machen, wenn die Frau Ihres Lebens plötzlich verschwindet? Die Frau Ihres Lebens. Die hat mich provoziert. Immer wieder, aber das hat sie doch nicht mit Absicht gemacht. Ja klar, ich wollte sie zurück. Weil Sie sich geändert haben? Ich bin, wie ich bin. Und ich bin bestimmt nicht stolz, dass mir ab und zu die Hand ausgerutscht ist, ja? Aber deswegen bin ich noch lange kein Verbrecher. Nicht so von oben herab, okay? Sie haben doch keine Ahnung, Sie sind doch nicht dabei gewesen. Also glotzen Sie mich nicht so unverstanden. Für den ganzen Laborzirkus und eine Hausdurchsuchung. Mhm. Wegen der Schmuckstücke. Wir könnten doch die einschlägigen Hehler überprüfen, Mausi.
ein widerlicher Typ, ne? Schade, dass widerlich allein kein Straftatbestand ist. Fühlt sich auch so sicher, viel zu sicher. Ja, doch nur, dass wir das glauben. Na, der glaubt auf jeden Fall, dem kann keiner was. Das ist genau das Problem bei solchen Typen. Im Gegenteil, solche Typen schlagen zu, weil sie sich unsicher fühlen. Karin, ja, mach du. Anna Koch hat kurz vor ihrem Tod ein Hotelzimmer gebucht hier in Köln. Was hat sie da gewollt? Bisher habe ich nur die Daten der Kreditkarte überprüft. Kriegt es mal raus. Ja. Wann kommt denn Beate Kalkreuz zur Gegenüberstellung? In 20 Minuten. Ja. Danke. Ja, dann spuren Sie den Scheiß doch zurück und hören Sie sich noch 20 Mal an. Ich habe Anna nicht ermordet. Wir wissen, dass Sie sie seit dem Tag ihrer Trennung gesucht haben. Ja, um mich zu entschuldigen. Natürlich. Ganz sicher. Das ist er. Und ich habe sie noch nicht gefunden? Die war ja wie vom Erdboden verschluckt. Hat er Anna umgebracht? Wir gehen davon aus. Aber wir können ihm noch nicht beweisen, wie er an Annas neue Adresse gekommen ist. Aber Sie haben die Werbeagentur gefunden, in der sie gearbeitet hat. Und irgendwann sind Sie in die Wohnung gefolgt. Das ist doch lächerlich. Ich habe ein paar Leute angerufen, aber er nicht. Jemand könnte sie ihm gegeben haben. Nicht ganz freiwillig. Er hat sicherlich Druck ausgeübt. Was meinen Sie? Dann haben Sie also nicht mehrfach vor der Agentur in der Gotenstraße gewartet? Er hat ihn nicht nur gedroht, oder? Nein. Nein, nein, nein. Das war ein Unfall. Ich bin von einer Leiter gefallen. Frau Kalkreuth, wir müssen solche Männer immer wieder gehen lassen, weil niemand gegen sie aussagt. Und das wundert Sie? Ich kann Ihnen helfen. Danke. Ich brauche keine Hilfe. Sie sind gerade zweifelsfrei von einem Zeugen identifiziert worden. Sie waren vor der Agentur. Ein Zeuge? Was denn für ein Zeuge? Wer erzählt denn so einen Scheiß? Deswegen ist die Kamera da. Na und? Wusste ich eben, wo sie arbeitet? In wenigen Stunden haben wir die Laborergebnisse. Dann wissen wir, ob Sie in der Wohnung waren und was Sie da gemacht haben. Gibt schon was über das Hotelzimmer, das Anna Koch gebucht hat? Ja, ich habe der Rezeption ein Foto geschickt und sie haben mir gesagt, dass sie es definitiv nicht ist, sondern jemand anderes. Name? Ich fahre nachher hin und lasse ein Phantombild machen. Gut. Der Schmuck wurde einem Trödler in Ossendorf angeboten. Was hältst du von Elias? Wer ist Elias? Namensvorschlag für Julia. Die hat doch schon einen Namen. Für ihren Sohn. Es ist... Ich muss Ihnen zugeben, Elias ist wirklich ein sehr altmodischer Name. Das sagt der Richtige. Ich bin zeitlos, aber der Name Elias ist einfach altmodisch. So mit Frank. Also Frank ist jetzt... Also das ist ja kein besonders schöner Name. Oh, Daniel oder was? Hättest du nicht lieber einen anderen Namen? Wie denn? Peter zum Beispiel? Peter, so heißt ja jeder. Oder Detlef? Detlef. Oder Detlef. Detlef. Sven. David ist auch ein richtig schöner Name. Oh, David. David. Elmar.
Frank? Stefan. Frank. Frank. Kripo Köln! Herr Kovac, öffnen Sie die Tür! Der ist zu Hause. Ganz bestimmt. Ja? Wirklich? Sagen Sie bitte, hatte Frau Koch Angehörige? Günther! Was machst du da? Ich kann Ihnen darüber keine Auskunft geben. Ach so. Herr Kovac! Lothar. Nee, das geht gar nicht. Frank. Kovac, wir müssen in Ihre Wohnung. Klar. Was soll denn da sein? Hey, hey! Hey, ich kenne meine Rechte, ja? Sie hätten mich vorher fragen müssen, ob ich einen Anwalt holen will oder so. Nee, das müssen wir nicht. Das können Sie doch selber entscheiden. Wenn da drin auch nur eine Socke fehlt, dann verklage ich euch. Verstanden? Ich habe Rechte. Und wenn der ganze Schwachsinn hier vorbei ist, dann geht ihr einmal durch das ganze Haus und sagt allen Nachbarn, dass das euer Fehler war. Dass ich blitzsauber bin. Wie sieht denn das sonst aus hier? Ihnen ist das hier aus dem Fenster gefallen? Klingt vielleicht etwas doof, aber das habe ich gefunden. Das klingt sogar sehr doof. Wir sprechen hier über Raubmord. Herr Kovac, ich stehe unter Verdacht, einen Menschen getötet zu haben. Ist Ihnen bewusst, was das bedeutet? Ich habe sie nicht umgebracht. Ehrlich, sie war schon tot. Ich bin nachts nach Hause gekommen oder so und habe die Tür gesehen und sie lag da und alles war kaputtgeschlagen. Da habe ich zugegriffen. Kann ich jetzt gehen? Also wenn er sie umgebracht hat, dann hat er sicherlich nicht geplant. Ich nehme an, er ist eingebrochen, wurde von ihr überrascht, gerät in Panik und schlägt zu. Ja, Moment, wer der das gemacht hat, der hat doch nicht nur einmal zugeschlagen. Der ist doch richtig durchgedreht. Das bedeutet aber nicht, dass er eine Beziehung zum Opfer hatte. Ach, welches Motiv soll er denn sonst gehabt haben? Der Schmuck. Ein Juwelier hat ihn auf 2000 Euro geschätzt. Ich breche doch nicht irgendwo ein, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass niemand zu Hause ist. Er war betrunken. Das ist schon möglich. Und bloß weil du ihn nicht für den Verdächtigen hältst, heißt das noch lange nicht, dass wir ihn ausschließen können. Karin, hast du einen Moment? Ja. Viel Schaum, wenig Milch? Unbedingt. Karin, ich will jetzt wirklich keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber Beate Kalkreuth hat Verletzungen am Handgelenk und am Hals. Und was hat sie gesagt? Unfall. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht überall Gespenster sehen. Ja, aber sie hat Angst. Und ich vermute mal vor Jan Ansbacher, dass er sie gezwungen hat, ihm die Adresse zu geben. Naja, ich habe mich auch sehr schnell auf den Ansbacher eingeschossen, aber... Naja, vielleicht sind die ja wirklich Freundinnen geworden, weil sie Ähnliches erlebt haben. Okay, dann fahr du mit Daniel in die Agentur von der Kalkreuth, aber... Vorsichtig, kannst dich auf mich verlassen. Zu Ihrer Information, wir mussten den Tatverdächtigen freilassen. Er ist frei? Nur so lange, bis wir stichhaltige Beweise haben. Keine Sorge, wir kriegen diesen Feigling. Muss man auch sein, oder? Ein Feigling. Wenn man eine Frau schlägt. Wie war es bei den Kalkreuth? Messers Vermutung hat sie nicht bestätigt, aber die beiden haben sich sehr gut verstellt. Das Labor, sagt Jan Ansbacher, war eindeutig in der Wohnung. Aber es gibt keine Spuren von ihm an der Leiche. Ja. Handschuhe.
Das ist das Phantombild von der Frau, die für Anna Koch im Hotel war. Und das hier ist Beate Kalkreuth. Okay, pass auf, du musst noch 2 Grad nach links und dann ab. Ich kann beweisen, dass Sie in Annas Wohnung waren. Mach mal kurz Pause, bitte. Ja, okay, ich war bei ihr in der Wohnung. Aber ich habe sie nicht gefunden. Wann war das? Es war so ungefähr vor einer Woche. Nicht zufällig an dem Tag, an dem sie gestorben ist. Ich war eifersüchtig. Ich wollte einfach gucken, ob sie einen neuen hat. Mehr war da nicht. Ja, hatte sie. Was? Wer? Er hat sie geliebt und er hat sie nicht geschlagen. Mehr hat sie nicht zu interessieren. So, jetzt pass mal auf. Solche Weiber wie dich, die haben mich gefressen. Warum hast du die Waffe eigentlich nicht gleich gezogen? Ich weiß es nicht. Hast du denn zugeschlagen oder dich gewehrt? Viel zu spät. Denn ich dachte, du hast noch deine Besprechung. Ich bin schon fertig. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Jan Ansbacher in Haft ist. Die Anklage lautet auf Mord. Das heißt, er wird jetzt für eine lange Zeit niemandem mehr was tun können. Würden Sie uns kurz entschuldigen? Jeder weitere Anklagepunkt verlängert die Haft. Deshalb ist es jetzt sehr wichtig, dass Sie uns alles sagen, was er getan hat. Was er Ihnen getan hat. Ich komme gleich, Schatz. Schmaler Grat zwischen Fürsorge und Kontrolle. Manchmal. Wir lieben uns. Sind Sie deshalb ins Hotel gegangen? Warum hat eigentlich Ihre Freundin das Zimmer gebucht? Naja, das war Ihre Idee. Sie wollten sich trennen. Vielleicht. Ich habe mal drüber nachgedacht. Aber jetzt ist ja alles wieder in Ordnung. War deine Frau-zu-Frau-Methode erfolgreich? Nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Irgendwas ist da faul. Beate Kalkreuth hat mehrfach mit Anna Koch telefoniert. Einmal um 20.10 Uhr und dann nochmal um 21.25 Uhr. Jo, das wissen wir. Ja, der viel spannendere Teil ist, dass Beate Kalkreuth um 0.30 Uhr ihren Mann angerufen hat. 3 Minuten lang. Also sie trennt sich von ihrem Mann, zieht ins Hotel und dann ruft sie ihn an? Passt aber genau zu dem, was ich bei den beiden erlebt habe. Der hat sie absolut unter Kontrolle. Der beobachtet jeden Schritt von ihr. Gerade deswegen wird sie ihrem Mann ja nicht sagen, wo sie sich befindet. Sonst macht die ganze Trennung ja keinen Sinn. Also das Einzige, was im Moment klar ist, dass eine halbe Stunde nach dem Anruf Anna Koch tot ist. Ich weiß, dass es ein Fehler war.
aber ich musste Holger einfach anrufen. Ich konnte nicht einfach verschwinden nach 10 Jahren Ehe. Sie haben ihn angerufen und was haben Sie ihm gesagt? Na, nur, dass ich im Hotel bin. Auch, dass Ihre Freundin für die Trennung verantwortlich ist? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich ihm gesagt habe. Ich war vollkommen durcheinander und Holger war ziemlich wütend. Nee, es war keine Trennung. Es war eine kleine Krise. Ja. Haben Sie nie Krisen in Ihrer Beziehung? Misshandeln Sie Ihre Frau? Wer behauptet das? Ich stelle hier die Fragen. Sie wissen gar nichts. Wir haben sogar Beweise. Naja. Was hat Beate denn erzählt? Was denn? Ich stelle hier die Fragen. Um 0.30 Uhr kam der Anruf Ihrer Frau. Sie haben diesen Anruf gemacht, dann hat Ihr Mann Sie aus dem Hotel abgeholt. Ja. Um 1.20 Uhr waren Sie im Hotel. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht? Nachgedacht. Hat er Sie geschlagen? Tisch, warum sagen Sie denn jetzt nicht endlich mal die Wahrheit? Könntest du Frau Kalkroth ein Glas Wasser bringen? Sie haben sie gefragt, wo ihre Frau ist. Und dann haben sie es aus ihr herausgeprügelt. Nein. Sie waren so wütend, sie konnten überhaupt nicht mehr aufhören. Sie können mir gar nichts. Und wenn Sie glauben, dass Sie Beate dazu überreden können, dass sie gegen mich aussagt, dann täuschen Sie sich. Möchten Sie Ihrer Frau ja in die Augen sehen, wenn Sie uns anlügen? Verbände und dass sie sich kaum bewegen kann. Was für Verbände? Wovon redest du? Sie hat dich manipuliert. Sie hat es von Anfang an geplant und du hast getan, was sie wollte. Ihr Mann hat sie misshandelt und sie wollte deswegen kriegen. Anna Koch war ihre beste Freundin. Und sie hat mir gezeigt, was geschieht. Ich wollte nicht so leben. Ich will mich nicht verstecken. Sie haben sie geopfert. Sie haben ganz genau gewusst, was passiert, wenn ihr Mann zu ihr geht. Ich wollte nicht, dass Anna stirbt. Aber sie wollten, dass er sie angreift, dass er sie schlägt. Und dass ihre beste Freundin ihn dann anzeigt, weil sie selber nicht den Mut dazu hatten. Sie werden ihre Frau sehr lange nicht wiedersehen. Dafür sorge ich. Das können Sie nicht. Wenn Sie aus dem Gefängnis kommen, hat sie längst ein neues Leben begonnen. Sie hat eine Therapie gemacht und wird über Sie hinweg sein. Halt den Mund. Sie können Anna Koch umbringen. Aber Sie können nicht verhindern, dass Ihre Frau begreift, dass es einen Ausweg gibt. Anna hat auch gegen mich gehetzt. Und dieser Ausweg heißt nicht, sich verstecken.
Sie werden keine Macht mehr über sie haben. Niemand stellt sich zwischen mich und meine Frau. Niemand. Kein anderer Kerl und schon gar nicht irgendeine Schlampe. Sie hat es selbst schuld. Nicht wahr? Ja, selbst schuld, ja. Sie haben mit Ihrem Anruf in Kauf genommen, dass Ihre Freundin Anna verprügelt wird. Zu Tode geprügelt. Ihre beste Freundin. Ich wollte Ihnen helfen. Als sie erfahren haben, dass wir einen anderen Verdächtigen haben, da mussten sie ja irgendwas tun. Also haben sie mich benutzt und auf die Fährte ihres Mannes geführt. Diesen angeblichen Verletzungen. Mein Mann hat Anna getötet und sie haben ihn überführt. So ist es passiert und so wird das auch vor Gericht hören. Kann ich jetzt gehen, bitte? Wir gehen zu Julia. Kommt ihr mit? Wir haben schon einen Namen. Frank. Elias. Was haltet ihr davon? Schön, süß. Ja, ganz toll. Na, damit kann er natürlich nicht spielen. Hiermit kann man spielen und kriegt noch eine Mitgliedschaft im HSV. Ja, aber damit sieht er verdammt gut aus, wenn der HSV verliert. Es gibt dann nur ein Problem. Es wird ein Mädchen. Du jetzt mir erzählt. Also macht doch nix. Das Mädchen spielen ja auch mit Bällen. Muss doch nicht immer alles rosa sein. Nee, heißt halt Franka. Ja, nee. Lieber Elli. Das finde ich nicht so gut, so altmodisch.